Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Tollfuß und das sind 10 Dinge, die ich in Old World gerne früher gewusst hätte. Viele der in Old World angezeigten Tooltips beinhalten eine riesige Menge an weiteren Inhalten. Um sich jetzt mehr Informationen zu den einzelnen Begriffen und Daten anzeigen zu lassen, reicht ein Klick mit der mittleren Maustaste, um den Tooltip dauerhaft anzupinnen. Anschließend lassen sich darin dann weitere Tooltips mit der gleichen Vorgehensweise öffnen und fest hinterlegen. Löschen lassen sich diese Anzeigen ganz einfach wieder über einen Klick mit der linken Maustaste in einen der freien Bereiche. Die Späher in Old World besitzen die Eigenschaft, sich schnell über die Karte zu bewegen und dabei diese vom Kriegsnebel zu befreien. Zusätzlich lassen sich die Erkunder aber auch noch einsetzen, um gefundene Ressourcen auszubeuten und in das eigene Lager zu schicken. Diese speziellen Felder lassen sich daran erkennen, dass sie nicht wie typische Wald- und Wiesenkacheln aussehen, sondern zum Beispiel glitzerndes Gold oder Tiere darauf zu finden sind. Ob ein Feld zu plündern ist, lässt sich über den zugehörigen Tooltip rechts unten kontrollieren. Zum Sammeln muss sich der Späher auf dem jeweiligen Feld befinden und im Befehlsmenü der zugehörige Eintrag gewählt werden. Die jeweilige Ressource wird dabei dann sofort dem Lager gutgeschrieben. Anschließend besitzt das Feld eine Abklingzeit und kann nach Ablauf dieser erneut geplündert werden. Damit neu gegründete Städte keine negativen Effekte erhalten, sollte sichergestellt werden, dass diese mit der Hauptstadt verbunden sind. Ob das der Fall ist, lässt sich am jeweiligen Stadt-Icon erkennen. Geschickte Platzierung und der Bau von Straßen sind zwei Möglichkeiten, den Malus zu vermeiden. Zusätzlich allerdings verbinden sich Städte automatisch sowohl über Flüsse als auch eingeschränkt über das Meer. Wird dies bei der Gründung neuer Ländereien berücksichtigt, kann die Verbundenheit schnell und ohne langwierige Bauarbeiten erhalten werden. Wie der derzeitige Radius für die Verbindung aussieht, lässt sich anhand der grünen Felder über die B-Taste oder das Kartensymbol für Handelsnetzwerke erkennen. Wer hat sich nicht schon einmal verklickt und anschließend geärgert, weil die gewählte Einheit oder das Gebäude nicht das macht, was eigentlich von ihm erwartet wurde? Mit etwas Glück existiert ein älterer Spielstand, welcher einem die Möglichkeit bietet, seine Fehler zu revidieren. In Old World geht dies jedoch viel einfacher. Mit den Undo- und Redo-Buttons in der linken unteren Ecke lassen sich getroffene Baubefehle, Einheitenbewegungen, ja sogar Ereignisse innerhalb einer Runde rückgängig machen oder wiederherstellen. Gerade in der Anfangsphase, wo nicht immer klar ist, wie das Spiel sich verhält, ist diese Funktion Gold wert. Und ja, natürlich lässt sich dies auch ausnutzen, indem unliebsame Entscheidungen zurückgenommen werden können oder eine Einheit, welche im Kriegsnebel plötzlich vor der feindlichen Übermacht zum Stehen kommt, nochmal etwas umgelenkt wird. Die Entscheidung, diese Funktion auszunutzen oder nicht, bleibt dabei natürlich dem Spieler überlassen. Old World besitzt ja die Eigenart, dass sich Siedler nicht überall auf der Karte niederlassen und eine Stadt erstellen können. Stattdessen ist eine Gründung nur an vorab definierten Plätzen möglich und auch dort nur innerhalb fest vorgegebener Grenzen. Diese Grenzen werden nach Auswahl des Siedlers grün hinterlegt. Wird jetzt der Mauszeiger über diese Felder bewegt, zeigt uns ein blauer Rahmen an, wie es um die Anfangsgrenzen unserer Stadt bestellt sein wird. Hierbei geht das Spiel nicht von festen Abständen zum Mittelpunkt aus, sondern passt diese durchaus variabel an die Umgebung an. Dabei kann es dann durchaus Unterschiede geben, ob an einem Ort noch bestimmte Ressourcen mit eingegrenzt werden oder sich diese fürs Erste außerhalb unserer Reichweite befinden werden. Es macht also durchaus Sinn, die vorhandenen Stadtplätze zu prüfen und die beste Auswahl dann zu nutzen. Im Auswahlbildschirm für die nächste Forschung markiert ein Stern die vom Spiel für die aktuelle Situation empfohlene Technologie. Zusätzlich lässt sich über den Technologiebaum mittels Linksklick auf einen Eintrag dieser als angestrebt hinterlegen. Erkennbar ist das an dem grünen Punkt. Sobald die angestrebte Technologie gesetzt wurde, zeigt uns ein grünes Icon an, welche Vorläuferforschung wir zum Erreichen des Ziels benötigen. Gleiches Symbol wird uns zusätzlich im großen Auswahlbildschirm bei der jeweiligen Technologie angezeigt. Durch den Bau einer Kaserne oder eines Schießstandes können militärische Einheiten der jeweiligen Klasse
also Nah- oder Fernkampf, in Friedenszeiten einfach und bequem Erfahrungspunkte generieren. Nach Fertigstellung des Gebäudes durch einen Arbeiter muss der jeweilige Truppentyp auf dem Gebäudeplatz stationiert und für eine Runde untätig sein, also keine Aktion ausführen. Solange diese dort nicht wegbewegt wird, generiert sie mit jeder neuen Runde weitere Erfahrungspunkte für den Levelaufstieg. Es ist durchaus möglich, dass gerade zu Anfang einer neuen Partie keinerlei Hintergrundmusik zu hören ist, obwohl in den Optionen die dortige Lautstärke auf Anschlag gedreht wurde. Ist das der Fall, liegt dies an der fehlenden Technologie Drama, welche für das Aktivieren der Musik erst erforscht werden muss. Sobald diese Forschung abgeschlossen ist, ertönt endlich auch allerfeinste Musik, passend zu diesem allerfeinsten Strategiespiel. Egal ob ein frei zugänglicher, erst kürzlich von Barbaren eroberter oder von Stämmen übernommener Stadtstandort für die Neubesiedelung auserkoren wurde, ein jeder davon sollte bis zur Gründung einer neuen Stadt von einer eigenen Einheit geschützt werden. Dies kann sowohl mit einem Speer, aber auch mit jedem anderen Truppentyp erfolgen. Wichtig ist hier nur, dass sich diese auf dem grün leuchtenden Hauptfeld niederlassen muss, um den ganzen Bereich für gegnerische Nationen unzugänglich zu machen. Wird dies nicht gemacht, kann die Nachbarnation durchaus schneller sein und ihrerseits den Ort beanspruchen, sodass man selbst das Nachsehen hat. Wurde ein Feld mit Luxusgut in Reichweite eurer Stadt bereits von einem Arbeiter erschlossen und bebaut, heißt dies nicht, dass die Vorteile des besagten Guts automatisch genutzt werden. Dies ist erst der Fall, wenn ein Spezialist auf eben jenem Feld eingesetzt wird. Ab diesem Zeitpunkt kann die Ware durch Zuordnung im jeweiligen Stadtmenü genutzt werden, um die Unzufriedenheit pro Jahr zu senken und das Ansehen der Familie, welche sich diese Ressource wünscht, zu steigern. Besitzt eine der Städte mehrere Luxusgüter oder benötigt das aktuelle Gut nicht, kann es dieses auch zu einer verbundenen Nachbarstadt versenden, sodass diese von den Vorteilen der Ressource profitiert. Und das waren sie, die 10 Tipps zu Old World, welche ich gerne früher gewusst hätte. Wenn du selbst noch weitere Tipps auf Lager hast, dann schreib diese doch gleich in die Kommentare unter dieses Video. Ich bin gespannt, welche Punkte dir beim Spiel noch aufgefallen sind. Wenn dir gefallen hat, was du gerade eben gesehen hast, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Oder du lässt gleich ein Abo da, um mit Tutorials, Berichten, Let's Plays und vielem mehr noch weiter in die Strategiewelt einzutauchen. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.